Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Minecraft Technik mit dem guten Bini B und dem Edcrafter27. Ja, ich bin halt auch da, ne? Und da. Und ich bin auch noch da. So, ich habe mein ganzes Bedarf fast voll mit Rot. Ja, dann hole ich mir auch noch ein bisschen. Ja, wenn ich mir Rot rausnehme, die ersten 16 Stück, dann gibt's keine Stone Bricks mehr. Ey, das ist. Ach, ich werde hier so gemobbt einfach von allen und jenem. Ich habe zwar mein Inventar sowieso eigentlich schon halb voll mit irgendwelchen Sport, jetzt habe ich irgendein Backpack Stop the machine. Stop your car immediately. Stop your car immediately, wie sie immer schön sagt, die Polizei, aber kein Mensch stoppt eben sein Auto. Denn wer macht das denn schon? Auf jeden Fall nicht der gute Amerikaner. So. Was liegen denn hier? Schienen und so rum. Das hat er abgebaut anscheinend. Am Rand baut er ja nicht ab. So, dann müssen wir hier sagen, dass er auch Rot exportiert und hier machen wir so, dann passt das. Rot rein. Bisschen behalte ich mir zwei Stack, weil wir müssen ja austauschen auch noch. Da kann die Maschinerie schon wieder laufen. Muss ich noch nach hinten gehen? Ui, 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 ui. Ey, das ist richtig geil. Was tust du da? Ja, ich hab den Ding schon gebaut. Ich will hier hoch. Lasst mich raus. Und landen. Lasst mich raus! Nein, ich hab's schon. Aber der erkennt wirklich, wenn ich da bin, kann er nicht placen. Ja, logisch. Vielleicht die dich reinplatzieren oder was? Ja, natürlich. Wäre meine Boah. Idee wert. Weil wie dort oben einfach den Grasblock mitnimmst. Grasblock mit Hebel. So, wo hat er denn jetzt angefangen mit der Rot? Chef, die ist schon an der anderen Strecke dran. So schnell bin ich natürlich nicht. Auf der anderen Seite machen. Boah. Die Du musst ja Strahlen. einmal in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung. Es ist ja doch egal, wie du die platzierst. Du kommst in alle Richtungen gleich. Ich weiß, ich bin nur doof. Ach. Können wir dann zwischendurch noch reinsetzen mal. Ja, irgendwann mal, wenn wir Lust haben. Hilf mir, ich sterbe! Was mache ich denn? So, und wenn ich jetzt hier anfange laufen, ja, dann geht das ratzfatz. Boah. Aha, die hört irgendwann mal auf. Okay. Dann können selbst wir ratzfatz laufen. Irgendwie. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich muss ja erstmal was fressen, damit ich schnell laufen kann. Jetzt. Zack. Ich bräuchte dafür eine ordentliche Tastatur, du Schwämm, die kennt mir keiner. Ey, das geht ratzfatz und das immer gleich schnell in End. Schneller als der Zug. Das darfst du doch jetzt nicht hingehen. Ey, nicht. Weil die Schätzfrage habt ihr noch nicht beantwortet, Leute. Oder vielleicht doch. Wir wissen es ja nicht. Wir sind ja immer noch heute am Sonntag, den 28.06. Ich sag das einfach mal hier ganz mal. Hast du noch Rot? Nein, alle aus. Ja, ich auch. Ja, dann sagen, hast du Pech gehabt. Geil, wie die Richtig Maschine cool. gearbeitet, ey. Vor allem dann kannst du ganz normal noch fliegen und bist dann in 0, nix zu Hause. So, zack, und jetzt genau. Das So. Heute, war's. Leute, wir müssen fliegen. Hier, rechts vor links. Rechts vor links. Wir müssen gucken, wie wir da Licht dahin bekommen. Ja, Road Light. Ja, aber das ist ja nur dann an der Straße. Das reicht ja nicht, um alles auszuleuchten. Wir müssen auch in der Mitte wohl Züge fahren. Ach, wir müssen gar nichts ausleuchten. Wir spawnen sowieso kein Monster. Wenn ich jetzt die Straße eins breiter machen könnte, hätten wir eine schöne Mitte gehabt, ne? Ja, klug gewesen wäre. Hier mit der Zaun. Ja, aber da hätten wir den Zaun. Der Zaun wird ja nicht zerstört, das ist der. Nee, aber der connectet hier so komisch. Oh, die Chunky wird auch mitnehmen. Er nimmt alles mit. Die allzweckzerstörende Maschine. Ja, außer die Scheiß. Er hat ja gerade Rot gesetzt. Ich brauche eine Rot. Rot, nein.
Ja, verreckt schon wieder. Ich kümmere mich schon mal um seine Arbeit. Was Kanack? Ich weiß auf jeden Fall, hier unten ist irgendwo so ein kleiner Kanack im Erdreich. Ja, nachdem wir das auf jeden Fall jetzt hier geschafft hätten und wieder nach Hause flitzen, obwohl wir schon wieder halb verhungern. Ja, der Hunger geht relativ schnell runter, wenn du auf dieser Rot laufst. Ja, vor allem, du weichst dann mal ganz kurz manchmal nach rechts oder mal links. Ja, es ist halt nicht so eindeutig so. Die Zugstrecke ist... Aber es funktioniert schon relativ gut. Ja, auf alle Fälle viel. Viel, viel schneller als wir sonst. Da läuft einfach so ran, so... Weil es ist einfach eine neue Erfahrung. Das ist Gaming, das ist Laufen einer neuen Ära. Ja. Wir haben halt natürlich das ganze Problem, dass wir die ganzen Leben einfach alle wieder neu machen müssen. Wir müssen alles neu machen? Ich müsste mich vor allem auch mal wieder, Alter, an das Computerkraftsystem setzen. Oh, wäre wahrscheinlich nicht so schlecht. Ach ja, ich bin eben faul. Manchmal. Sollte es doch nicht passen, was wir hier gemacht haben, können wir nochmal so eine Maschinerie bauen und nochmal da entlang schicken. Jetzt wissen wir, wie es geht. Ja, zur Not können wir die einfach offline laufen lassen. Vielleicht machen wir dann noch 5 frei. Ja, es wäre fast gar nicht so schlecht. Wir hätten eine schöne Mitte, dann könnten wir in der Mitte schön Fackeln platzieren, ne? Ja. Das wollen wir mal. Sehr dumm. Davon läuft ein Creeper. Seit wann spawnen hier Monster? Stimmt, jetzt wo du es erwähnst. Ja, weil wir jetzt immer auf dem neutralen Server sind. Vielleicht deswegen. Ja, du meinst, dass es beim Brutserver irgendwelche Einstellungen gab? Vielleicht, ja. Kann ja sein. Oh, Creeper mit auf der Fahrbahn. Nix gut. Nix gut arbeitet die Maschine. Ich habe ihn getötet. I have killed him. Cool wäre ja gewesen, wenn man so eine Röhre baut, ja auch, gell, so irgendwie. Ne, ich weiß aber auch nicht. Wir hatten ja schon am Anfang überlegt, aber... Röhre hier so drüber, so... Ist... Schick mir einfach noch eine Maschine an. So? See? Oder see? Also doch lieber see. Dann hätten wir hier den Sascha, so. Bei denen da so in den Röhre stopfen. Was hast du vor? Ich würde gerade ein bisschen malen auf meinem Monitor. Also mit Paint oder jetzt nur mit deinen Fingern? Nein, mit der Maus, damit ist ein Tool, was da dabei ist, ein Explet. Achso. Wenn du F9 drückst, müsstest du das auch haben. Ich habe keine F-Tasten. Oh. Und auch so, nee, jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Ich brauche was. Kann ich mal Screenshots machen? Das war meine Thumbnails, die schöne Maschine. Ich mach dir einfach. Oh. Mal dich hinstellen, da sieht man dich, dass du das gebaut hast. Ja, Moment. Ich komme sofort. Und komm, zwar auf. Richtig doll und richtig weiß. Wo soll ich mir ihn hinstellen? Egal. Alter. Ja, willst du jetzt... Was? Ja. Keine Ahnung. Ah, das wird schon passen. So, jetzt klickst du in den Block, auf dem du stehst. Und dann... Du dich endlich los. Bam. Das ist schon komisch, dass wenn man da reingeht, dass der crasht. Ja, aber wir wissen das jetzt und deswegen wissen wir, auf was wir aufpassen müssen. Aha, Deutsch ist nichts gut, Sprache ist schwer. Deshalb wissen wir nun, auf was wir achten müssen. Wir müssen mal schauen, vielleicht gibt es da noch ein Update. Glaube ich aber nicht. Nicht, dass ich wüsste. Das ist so ein alter Mod, da gibt es noch kein Update. Ja, vielleicht trotzdem mal abschrecken, vielleicht. Vielleicht ist es auch nur wieder eine Inkompatibilität mit einem anderen Mod. Das müssen wir mal einzeln testen. Es gibt ja da mehrere Gründe. So, dann gehen wir mal zum Binibee schauen, ob da alles in Ordnung ist. Binibee ist dort vorne, aber zu seinem Auftrag. Ich bin im Wasserloch. Dann hier mit. Das heißt, wir können eigentlich schon mal eine Zentrifuge bauen, damit wir an die ganzen Sachen rankommen. Ja, da hast du durchaus recht, eigentlich. Stimmt.
Um es mal kurz zu erwähnen, wo wir gerade beim Thema Bienen sind. Wir haben es jetzt hingekriegt, Multiworld funktionsfähig zu machen. Genau. Was ist hier? Cultivated oder Common? Cultivated. Glaube ich. Dann machen wir eine Cultivated draus. So, hier haben wir eine Common, eine Sibani. Keine Kurz nachschauen. Ja, Common und Forest ist cultivated. Ahnung. Valiant, Forest. Dann mal Valiant da rein. Hier haben wir Forest und dann haben wir hier eine Common dazu. Dann haben wir Forest Common. Wir müssen aber erstmal schlafen gehen, sonst haben die ja keinen Sex. Die wollen nur rammen am Tag. Ja, wir könnten ja einfach nur so schlafen. Wäre eine Möglichkeit. Einfach nur so schlafen. Bis ich wieder vorne angekommen bin, ist es um 9. Ach ja. Aber wir haben unseren Spaß, wir haben alle unseren Spaß. Und so sieht's auch aus. Die Maschine bauen mal. Wie Ach heißt denn so. die? Ja, Zentrifuge, Okay, dann bauen wir Wie mal. heißt dieser Mod? Der Mod heißt erstmal Forestry, denn das andere baut nur darauf aus und das andere ist da. Ja, du könntest ja nur schon mal gucken, um den anderen Status, was wir noch brauchen. Welchen anderen Status? Ja, die anderen Maschinen, die wir noch brauchen werden. Die. Ah, die von Bini. Bini Bini Mods. Ich muss mal mein ganzes Scheiß-Inventar hier rein in leeren. Sind ja alles Scheiße, aber das meiste ist Scheiße. Denn ich bin Scheiße. Bin noch nicht gerade begeistert von den scheiß Ender-Sachen, aber okay. Nein, das muss sein. Gen Dusty, oder wie hieß denn das? Gen. Genesti oder Nee, Genasti oder. Gen Dustry ist doch. Genetics. Genetics. Goldschuss? Isolator, Sequenzer. Warum gibt es Aber da immer da. zweimal? Das. Wo bauen wir eigentlich die ganze Maschine jetzt hin? Bauen wir die da oben irgendwo hin? Drauf? Würde einfach sagen, riskieren wir es und bauen wir sie vorerst mal hier hin. Haben wir kein Kloster und hast? Wir brauchen auch keinen Scheiß, um überhaupt was zu anzufangen. Meine zweite Zentrifuge, ich hatte doch zwei gecraftet. Carpenter. Warum schreibe ich jetzt einen Caps Lock? Jetzt baut er hier irgendwas vor meiner Schnauze ab. Ja, keine Ahnung. Ein Carpenter hast du noch nicht. Nein, glaube nicht. Doch, würde ich dir das nie sagen. Ich weiß, du kannst mich nicht leiden, ich kann dich nicht leiden, nur wir müssen trotzdem zusammenarbeiten. Sonst Müssen werden wir nicht. unser Ziel, den Server hier zu schrotten, nicht schaffen. Das Es können wir. fehlen 100 Wassereimer. Das war so eine Wassereimer. Ich wollte 100 Wasserzellen machen. Ich klaue Was? einfach den Wassertank. Tram ist leer. Um den Carpenter zu betäuben. Der schon wieder macht hier. Ich versuche die scheiß Maschine herzustellen, dazu muss ich Sachen Carpenter herstellen, mein Gott. Kann man aus diesen Maschinen oben rausziehen? Ja, nein, keine Ahnung. Outset Input hier, Extract auf Braun, Always. Ich brauche Flut. Always Braun. Insert Braun. Ich mache baue was ganz Schönes, nur provisorisch, Schäfti. Alles nur für mich. Nur für die Wissenschaft. Und für die Wissenschaft werden wir heute wieder bis um 0 aufbleiben. Nee, wir sind. Nö, ist ja gar nichts. Was ist denn das? Jetzt ganz im Ernst. Was haben wir für ein System gebaut? Ich platziere die Tram, in der Tram sind 4 Eimer. Läuft doch bei dir. Da hinten haben wir doch eine Tram-Auffüllungsanlage gebaut, die nicht funktioniert. Ja, da gab es ja ein bisschen Probleme. Mit der Update von der Server, ne? Okay, das funktioniert. Dann können wir sagen, dass wir hier. Der Aquarius-Akkumulator will einfach nichts produzieren. Ja. Einfach mal neu bläsen, dann läuft die ganze Show wieder. Genau.
Das kann ja natürlich immer vorkommen. Immerhin, die Welt ist 6 Monate alt. Ja, die Blöcke, die platziert wurden, sind 6 Monate im Rückstand. Rückstand. Und das geht dann doch nicht so ganz gut. Wenn man jetzt einfach so 20 Versionen eines Mods überspringt, dann... Was haben wir? Das mache ich sicherheitshalber hier raus. Was wollte ich denn jetzt bauen? Ich vergesse es schon wieder. Ich vergesse es schon wieder, was ich überhaupt tue. Gut, also die Zentrifuge arbeitet schon mal brav. Die Zeit auch. Die Zeit auch, die Zeit auch. Denn es ist schon wieder so spät und es vergeht die Zeit immer so schnell. Wir würden ja gerne länger dingsen, nur... Geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Wir sind alle im Stress. Ihr habt auch Stress, denn ihr müsst euch jeden Tag unsere Videos anschauen. Ihr schaut sie ja euch ja gerne an, aber manchmal sagt ihr dann auch nur, heute habe ich nicht so viel Zeit. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war's mal für die Folge. Ja. Wir sehen uns heute wieder in der nächsten. Macht's gut und haut rein. Haut rein. Tschüss.